NADPH regeneriert dein wichtigstes intrazelluläres Antioxidans des gesamten Universums. Herzlich willkommen auch zu diesem Video. Dankeschön fürs Reinklicken. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich unterstützen würdest für meine Arbeit, indem du das Video likest und noch schnell auf Abonnieren klickst, damit du kein Video verpasst, wenn ich dich wieder aufklären kann über neue Themen rund um deine Gesundheit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du am Ende des Videos auf purazell.de vorbeischaust und damit unterstützt du mich für meine Arbeit, die ich für dich tue und für deine Gesundheit tue. Starten wir nun mit dem Video. Heute geht es um das Thema NADPH. Das ist nicht zu vergleichen mit NADH, das ist was völlig anderes. Das ist ein Molekül, da sagen viele so, das habe ich noch nie gehört, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Und ich zeige euch jetzt gleich mal, wofür das eigentlich alles notwendig ist. Ja, und das ist wirklich erschreckend. Ich möchte hier nur ein kurzes Vorwort machen. Ich bin ein Fan davon, euch zu vermitteln und euch helfen zu verstehen, wie dein Körper funktioniert, damit du deinem Körper nicht über Umwege irgendetwas sagen möchtest. Wir versuchen, eine klare Kommunikation zu haben mit unseren Mitmenschen. Das ist doch das Schöne, was wir haben wollen. Und nicht über 10 Ecken. Und genauso sollte die Ernährung und die Gabe von Dingen bezüglich deines Körpers sein. Zum Beispiel, ich habe euch erklärt, dass deine Organe, wie zum Beispiel das Herz in meinen letzten Videos, als Hauptsubstrat zur Energiegewinnung von ATP Fett benötigen. Das Herz benötigt Fett, in manchen Fällen sogar bis zu 90% als Energiesubstrat. Und das vermehrter Zuckerkonsum die Fettverbrennung in deinen Organen hemmt, weil es vermehrt Zucker verbrannt wird und das Fett verbleibt in deinen Organen und die verfetten. Das habe ich euch alles erklärt im letzten Video. Deshalb möchte ich euch wieder zeigen, dass auch gleichzeitig aber Zucker ebenfalls sehr wichtig ist, denn ohne Zucker geht es halt eben auch nicht. Ja? Ich bin ein Fan davon, meine Organe benötigen Fett, also esse ich etwas Fett, das habe ich euch erklärt. Ja? So. Welche Fette habe ich euch auch erklärt letztes Mal, ja? Alles habe ich euch erklärt. So, wie viel kann ich nicht sagen? Jeder ist unterschiedlich. Jeder macht unterschiedlich viel Sport. Das muss jeder für sich herausfinden. Das Hauptthema ist, dass man beides konsumiert. Und das ist meines Erachtens wichtig. So, ich weiß, meine Organe benötigen Fett, also esse ich Fett. Ich weiß, dass mein Gehirn als Hauptsubstrat und meine roten Blutkörperchen als Hauptsubstrat Zucker benötigen. Also esse ich Zucker. Und das NADH, die Bildung von NADPH hier, ja, ist der Hauptweg, um NADPH zu bilden deines Körpers, ist Zucker. Und das ist so wichtig, dass man gewisse Mengen Zucker konsumiert. Selbst wenn man ketogen lebt, kann man immer gewisse Mengen Kohlenhydraten trotzdem noch mit drin haben, damit man immer noch genug hat für NADPH. Denn ihr seht, wozu das alles zuständig ist. Da gehe ich gleich einmal kurz durch. Ja? Das heißt, Zucker und Fett sind beides sehr, sehr wichtig. Ja? Und was für dich ein bisschen besser funktioniert, wovon du ein bisschen mehr haben willst, mehr Fett oder mehr Zucker, das musst du für dich wissen. Und ich sage, hör auf deinen Körper und dein Körper hat als Hauptweg für manche Reaktionen Zucker und für manche Reaktionen Fett. Also ist meines Erachtens logisch, benötigen wir nicht unbedingt beides, aber wenn mein Körper nun mal einen Tisch haben will, dann gebe ich meinem Körper nicht zwei Stühle, damit er einen Tisch baut. Das ist für mich komplett unlogisch, ja, und vor allen Dingen unverhältnismäßig und vor allen Dingen auch, dein Körper benötigt ja viel, viel mehr Energie dafür, ja, die du ja eventuell haben könntest, um diese Videos hier zu gucken, ja. Also du verstehst, was ich sagen möchte. Ich gehe ganz kurz einmal durch, es wird ein bisschen gleich genauer darauf eingegangen und vor allen Dingen auch die Thematik heute, dein Immunsystem. Wie dein Immunsystem durch Zucker funktioniert, ja. Nicht viel Zucker, aber etwas Zucker benötigen wir auf jeden Fall, ja. Für die roten Blutkörperchen, für dein Gehirn und für die Synthese von NADPH, weil das sehr wichtig ist, für deine Schilddrüse, für deine Antioxidantien und für dein Immunsystem. Also, wir gehen mal ganz kurz durch. NADPH, dieser Name hier, wenn ich euch den sage, spielt keine Rolle, du vergisst ihn sowieso wieder, ja. Hat ein freies Elektron, sehen wir hier, das es sehr, sehr gerne spenden kann. Ja? Also immer, wo ein Wasserstoff am Ende ist, also nicht immer, aber fast immer, ja, wo ein Wasserstoff am Ende ist, kann auch ein Elektron gespendet werden. Und wenn ein Elektron gespendet werden kann, ist es meistens sehr wichtig in der Atmungskette zur Energiegewinnung und vor allen Dingen auch, um Radikale zu puffern. Der Pentophosphatweg ist der Hauptweg, NADPH herzustellen. Und dieser wird aus Zucker eingeleitet. Ja? Wofür ist NADPH sehr wichtig? Fettsäureaufbau, Cholesterinaufbau. Cholesterinaufbau ist das Steroidhormongerüst, das heißt indirekter Einfluss auf deine Hormonsynthese. Nukleotide, deine DNA und RNA, überhaupt jede Zelle kann nur
Ja, du siehst, Neurotransmitter, die Verbindung von Nervenzellen zu Muskelzellen. Als Antioxidant habe ich gezeigt, hier ein freies Elektron, denn Elektronen sind, denn Radikale sind Elektronenmangelverbindungen. Die wollen Elektron haben. Ja? So, und damit, das kann eins spenden. Indirekt als als Oxidanz, ja, indirekt, ja, weil es ist beteiligt an der Oxidative Burst Reaction, um Pathogene zu töten, ja. Das kommen wir gleich in ein Video, darum geht eigentlich dieses Video hier, sehr, sehr wichtig, wie das Immunsystem funktioniert. Gerade jetzt ist es ja wichtig, es ist gerade kalt und solche Sachen, das müsst ihr verstehen. In der Atmungskette, ja, die Atmungskette ist ja eine Elektronentransportkette, habe ich vor kurzem in meinen Videos erklärt. Ähnlich wie NADH, sehen wir hier, hat ebenfalls ein freies Elektron hier, ja. Wie das hier, die können ungefähr das gleiche machen, aber NADPH ist eher da, um das NADH zu regenerieren. Ja, denn NADH ist der erste Schritt, das erste Substrat, wichtig in der Atmungskette. Ja, habe ich alles in meinem Video schon erklärt. Und vor allen Dingen, sehr wichtig, passiert ein Genfehler oder absolut falsche Ernährung, dass du kein NADPH in ausreichenden Mengen generieren kannst, kommt es zur Hämolyse, das heißt zur Spaltung deiner roten Blutkörperchen, weil die nicht das Glutathion in deinen roten Blutkörperchen regenerieren können. Ja? Also sehr wichtig, Glutathion ist das wichtigste intrazelluläre Antioxidant. Das Hauptsubstrat, was dein Glutathion im Körper regeneriert, ist NADPH. Okay? Also, beim Pentophosphat entsteht aber nicht nur NADPH, sondern es steht noch was Wundervolles, und zwar Ribose. Ribose hat jeder schon mal gehört. Kann man übrigens auch einnehmen bei Harnweginfekten, gibt es glaube ich auch in der Apotheke. Aber Ribose ist ebenfalls ein Produkt beim Pentophosphatweg, zeige ich euch einmal ganz gleich kurz. Denn Ribose ist ein Fünffachzucker. Fünffachzucker, es hat 5 Kohlenstoffatome. Seht ihr hier einmal kurz eingeblendet, ja? Es kommt von der Glucose, die hat 6 Kohlenstoffatome, ja? So, irgendwann ist eins verloren gegangen, zeige ich euch ja gleich aber. Aber die Ribose, jetzt kommt's, ist so entscheidend in deinem gesamten Organismus, denn aus der Ribose ist deine DNA aufgebaut. Das ist das Gerüst der DNA oder der RNA, ja? Die RNA verlässt den Zellkern, wandert zu den Ribosomen, das sind die Kraftwerke, beziehungsweise die Produktionsstätten von Proteinen, ja? Ist hier sehr wichtig. Oder ATP, der universelle Energieträger, überhaupt bei unserem Körper. Das Grundgerüst ist die Ribose. FADH, NAD+, sehr, sehr wichtig, Elektronenweitergabe. Sorry, tut mir leid. Und Acetyl-CoA, ja, ebenfalls sehr, sehr wichtig, zeige ich euch gleich aber, ja, wofür das richtig ist. Wichtig ist für diese These von Fetten und vor allen Dingen bei der Beta-Oxidation, ja. Und die ist sehr wichtig, damit deine Organe überhaupt funktionieren können vernünftig. Die benutzen ja Fett, ja. So. Jetzt stellt euch mal Folgendes vor. Ihr konsumiert Zucker. Keine Sorge, nicht der Zucker. Zucker kann auch Brot, Kartoffel, Gemüse, Früchte, Haushaltszucker sein, wie auch immer sein. Dein Körper macht in jedem Fall, stellt er Glucose daraus her. Denn nur das kann über den sogenannten GLUT2-Transporter hier in der Leber in das Zielgewebe eindringen. Der Zucker kann nicht einfach so die Zellmembran permeieren, sondern er muss über bestimmte Transporter, ja, und das kann nur Glucose, ja, und dieser braucht dann dementsprechend bestimmte Transporter, GLUT2. In deiner Leber angekommen, ja, befindet er sich in der Zelle irgendwann, ja, so, und in der Zelle ist ja das Zytoplasma, die Flüssigkeit, ja, so, das Zytoplasma, auch Zytosol genannt, dort findet die Glykolyse statt. Und was ist die Glykolyse? Das sind 10 Schritte, kennen wir alle noch aus der Schule, wo wir aus Zucker später Energie generieren können. Das ist auch der wichtige Schritt, oder? Aber der Pentophosphatweg und die Glykolyse greifen ineinander. Und jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges, warum Zucker so wichtig ist. Denn aus dem Zucker kannst du nur das NADPH und die Ribose generieren. Das zeige ich euch jetzt, wie das funktioniert. Ganz grob, keine Sorge, ich werde hier nicht zu chemisch gehen, nur einmal ganz kurz durch, damit ich jetzt wirklich beweisen kann, dass es auch so passiert bei uns im Körper in der Biochemie. Ja? Also, wir haben im ersten Schritt, kommt die Glucose ja hier an in der Leber und denkt sich so, wo muss ich hin? Ja, so ein bisschen wie du am Flughafen, wenn du erst mal da ankommst. Ja, so, dann trifft sie aber auf ein großes Schild quasi, das ist die Glykolyse. Ja, das leuchtet so und da geht die dann hin. So, und da trifft sie auf ein Wegweiser. Ja, das ist die Glucokinase, ein Enzym, ja, welches der Glucose ein Phosphat in die Hand drückt. Ja, und das kommt von dem ATP.
Adenosintriphosphat, sehen wir hier, wird zu Adenosindiphosphat, 2-Phosphat. Eine Phosphatgruppe wird übertragen auf die Glucose. Die Glucose heißt nicht mehr Glucose, sondern Glucose-6-Phosphat, weil sie am sechsten Kohlenstoff ein Phosphat trägt, was vom ATP gekommen ist. Ja? So, das ist der erste Schritt der Glykolyse. Wenn du den zweiten Schritt gehen willst, passiert dann, wird dann Fructose-6-Phosphat aus der Glucose-6-Phosphat und so weiter und so fort, ja. So, und dann laufen hier 10 Schritte ab, so und so weiter. Am Ende entsteht Pyruvat und 2 ATPs. Damit Vitamin B1 und Alpha-Liponsäure und der Pyruvat-Dehydrogenase entsteht Acetyl-CoA. Und das Acetyl-CoA, das kennen wir doch. Das war doch das, das ist doch dieser Quatsch hier. Und der ist doch aus der Ribose, kommt er doch. Und die Ribose kommt doch aus dem Pentophosphatweg. Ihr seht, diese bedingen sich. Denn ohne das Acetyl-CoA kannst du gar nicht weitergehen in die Atmungskette und würdest quasi genauso viel Energie generieren wie der Krebs. Nur der Krebs würde so gesehen sowieso gewinnen, weil der Krebs viel mehr Zucker aufnehmen kann als deine Zelle. Ja? Das heißt, das möchtest du auf keinen Fall irgendwie das Pyruvat oder sonst was später mit der das Pyruvat weiter zu vergären später, ja, über die Laktate, die Hydrogenase. Das möchtest du auf keinen Fall tun, ja. Das heißt, das benötigt man hier schon mal, ja, und dann später das NADPH wird ebenfalls in der Atmungskette benötigt, ja, was aus dem Pentophosphat kommt. Also hat dein Körper 2 Möglichkeiten. Entweder mit dem Zucker geht er den ganzen 10 Schritte hier runter, ja, macht die Glykolyse, oder er denkt sich so, einen gewissen Teil muss ich immer mit einbehalten, weil ich muss aus so gewisser Glucose auch den Pentophosphatweg füttern. Denn der ist ja wichtig, hier sehen wir ja gerade gesehen, ja, für bestimmte Funktionen bei dir im Körper. Ja. Und jetzt kommt was ganz, ganz Wichtiges. Also, die Glucose-6-Phosphat hat jetzt so eine T-Zweigung. Ja. Ich kann dahin oder ich kann dahin. So. Und dann gibt es die Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase. Ja. So. Was diese macht, Dehydro, das heißt Weghydro, das heißt ein Hydro, ja, Hydrid, ist immer ein Wasserstoff. Ja, so. Das heißt, Dehydro, die entfernt ein Wasserstoff. Ja, so. In genau genommen ein Hydrid, das ist ein Wasserstoff mit einer negativen Ladung, mit einem Elektron, mit einem freien Elektron. Und woher kommt dieses Elektron? Das Elektron kommt von der Glucose-6-Phosphat und es entsteht NADPH. Denn NADP+, ja, bekommt ein H, sehen wir hier, ein Wasserstoff, und wird zu NADPH. Ihr seht, hier entsteht NADPH schon. Und dann wird es 6-Phosphor-Gluconolacton. Sehr komischer Name, ist aber so. Und der nächste Schritt ist jetzt, wir haben schon mal ein NADPH, haben wir ja schon mal eingecached, ja? Das heißt, wir haben hier schon mal eins. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt geht es noch einen Schritt weiter und dann entsteht aus diesem Molekül hier 6-Phosphor-Gluconolacton. Ja? Vorher 6-Phosphor-Gluconolacton, das Lacton wird abgespalten. Und das haben wir jetzt einen Sechsfachzucker. Ja? So, und gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter, ja? Dann passiert wieder Folgendes. Es entsteht Ribose-5-Phosphat. Ja? So, und das ist ja das quasi, was ich euch hier gerade gezeigt habe. Das ist ja das hier. Ribose-5-Phosphat. Das ist ja das hier, was wir gerade haben wollten. Und guess what? Es entsteht wieder aus NADP+, wird wieder Wasserstoff wird wieder übertragen und es entsteht wieder NADPH. Ihr seht, es entsteht viel NADPH, ja? Ein Kohlenstoff wird abgespalten, eine Dekarboxylation nennt sich das, ja? Über CO2 wird quasi ausgeatmet, ja? Wir haben dann ein C5, das ist die Ribose, ja? C5-Körper, vorher hatten wir einen C6-Körper, ja? So, und diese Ribose ist das hier, was wir hier benötigen, ja, zur Acetyl-CoA-Bildung und vor allen Dingen auch das NADPH, was entsteht, ist das hier in der Atmungskette zum Beispiel auch, ja, oder das zur Regeneration von den Glutathion und solche Sachen halt, ja. Ganz kurz hier, so, jetzt werden wir ein bisschen praktischer wieder, keine Sorge, einmal ganz kurz gezeigt, Zucker ist gut fürs Immunsystem, Fragezeichen. Folgendes. Das ist hier dein Blut. Das ist dein Blut. In deinem Blut befinden sich Bakterien, Viren und solche Sachen halt. Immer zu ganz kleinen Konzentrationen. Und du hast bestimmte Zellen, die gehören zu deinem angeborenen Immunsystem. Das angeborene Immunsystem ist quasi das Immunsystem, mit dem du auf die Welt kommst. Da hast du bestimmte Zellen, die sind dir mitgegeben in deine Wiege. Das erworbene Immunsystem ist ein bisschen spezifischer mit Gedächtniszellen, sodass ein bisschen der Körper sich gemerkt hat, mit wem hat das schon mal zu tun gehabt und solche Sachen halt, ja? Das hast du noch nicht von Geburt an. Das angeborene Immunsystem, dazu gehören Neutrophile, Makrophagen, das sind die Fresszellen zum Beispiel, die Granulozyten, die ziemlich unspezifisch erstmal Erreger so wild wegfressen, die nicht wirklich dahin gehören. Ja? Und wenn es ganz brenzlig wird, ja, melden diese hier weiter
an dein anderes Immunsystem, an das erworbene Immunsystem, ey Leute, ich brauche ein bisschen Hilfe. Okay, das ist ganz kurz der Mechanismus. Das heißt, wir haben hier eine Zelle vom angeborenen Immunsystem. Und da befinden sich jetzt, wie gesagt, Bakterien und Viren und solche Sachen in deiner Blutbahn. Trifft so eine Zelle auf so einen Erreger, dann passiert Folgendes. Sie bildet ein Phagolysosom, das heißt eine Einstülpung, sehen wir hier, ja, wo wir einen Hohlkörper haben. Und warum macht sie diesen Hohlkörper? Weil sie dieses Bakterium, sehen wir hier nach unten, dort hineinzieht, ja, dadurch. Und abschottet von der restlichen Umgebung, ja, so. Und was jetzt passiert, ist ganz, ganz wichtig zur Aktivierung deines Immunsystems, damit dein Immunsystem funktionieren kann, ja, so. Du benötigst Sauerstoff. Sauerstoff ist sehr, sehr wichtig, das heißt, immer frische Luft. Wenn es dir schlecht geht, frische Luft, denn die erste Reaktionsschritt, damit diese Reaktion passieren kann, damit Erreger getötet werden, ist Sauerstoff. Das heißt, du kannst auch so einen Oximeter dir mal holen, für deinen Finger mal ab und zu mal messen, ja, ob du auch wirklich genug Sauerstoff bei dem Körper hast, ja, dann wirst du es mal merken, wenn du mal rausgehst, mal ein bisschen frische Luft, dann geht er sofort auf 99 hoch, ja, ist sehr, sehr schön zu sehen, das geht relativ zügig. Das heißt, wir brauchen als allererstes Sauerstoff. So, und jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Wir benötigen NADPH. Als ersten Schritt, damit ein Immunsystem, dein angeborenes Immunsystem überhaupt funktionieren kann, benötigst du Sauerstoff und NADH. Ja, ihr versteht, wie wichtig das ist. Also was passiert, ist das hier. Dieses freie Elektron an dem NADPH, das ist das schwarz gekennzeichnet hier, wird übertragen auf einen Sauerstoff. Dazu notwendig ist die NADPH-Oxidase, ja, die in dem Fall das oxidiert. Die Namen sind immer super simpel. Ja. Es geht um NADPH und es wird oxidiert, also Oxidase. So, ne? Asen sind immer am Ende mit Enzyme. Das heißt, dieses Elektron hier wird übertragen auf das Sauerstoff. Ja, und das bleibt dann quasi ein positiv geladenes Proton zurück. Ja, und NADP+ bleibt zurück. Und das ist jetzt das Superoxid-Anion-Radikal entstanden. Warum zum Teufel stellt dein Körper denn selbst Radikale her, wo wir doch immer alles dafür tun, um Radikale zu puffern? Punkt 1. Antioxidantien und solche Sachen befinden sich meistens in diesem Bereich hier. Diese Reaktion ist extra abgekapselt, räumlich davon, weil diese passiert nur ganz spezifisch punktuell in der Nähe eines Erregers. Sonst würde dein Körper niemals Radikale einfach so willkürlich entstehen lassen. Ja? Von daher an kann man zu viel Antioxidantien haben. Meines Erachtens, das hat damit wenig zu tun, ja? Denn Antioxidantien haben nicht unbedingt die Affinität, auch hier rein zu gelangen. Halt, ja? Das ist explizit für Erreger geschaffen. Ja? Also, weil diese Frage wird bestimmt in den Kommentaren gleich kommen. Ja? Also, wir haben das Superoxid-Anion-Radikal. Ja? So, und jetzt ganz, ganz wichtig, aus diesem Superoxid-Anion-Radikal entsteht Folgendes. Wasserstoffperoxid entsteht. Dein Körper lässt aus dem Superoxid-Anion-Radikal Wasserstoffperoxid entstehen. Jetzt frage ich mich, warum stellt dein Körper Wasserstoffperoxid her? Wasserstoffperoxid ist antibakteriell, antifugal, antiviral. Das wissen wir alle, wenn wir das auf die Wunde tun oder sonst was, ist ein sehr, sehr starkes auch, ja, wie sagt man, Desinfektionsmittel, ja? Und das erregt, das alleine tötet schon Viren und Bakterien und Pilze und solche Sachen alles, ja? So, das ist aber noch nicht alles, denn der Schritt geht noch ein weiter mit Chlorid, ja, was wir bei uns im Körper haben, wenn ein bisschen Salz ist oder sonst was halt, ja, Natriumchlorid, passiert über das Myeloperoxidase-Enzym, entsteht Bleiche, hypochlorige Säure entsteht und diese tötet wieder Erreger, ja, so. Und übrigens, die hypochlorige Säure ist das, wenn du grünen Auswurf hast oder sonst was, farbigen Auswurf, das ist das, die Farbe, die grüne Farbe von deinem Schleim, den du in dem Taschentuch quasi putzt. Ja? Das ist dieses Molekül hier, ja? Hypochlorige Säure, damit du verstehst. Ja? So, und das ist der ganze Vorgang. Ja? Und ich möchte hier nochmal ganz kurz zeigen, wie wichtig also Wasserstoffperoxid ist, ja? damit die Erreger quasi getötet werden kann und wie die hypochlorige Säure wichtig sind. Und das Allerwichtigste ist, wie wichtig NADPH ist und Sauerstoff ist, damit überhaupt ein Immunsystem erstmal funktionieren kann, damit überhaupt ein Erreger erstmal erkannt werden kann und beseitigt werden kann. Ja? So, achso, ich möchte euch nochmal ganz kurz was zeigen am Anfang. Wo ist es ebenfalls sehr, sehr wichtig? Hier. Also,
Woher kommt denn das Wasserstoffperoxid? Woher kommt das? Das ist ein Vorvideo von mir, ja? Da geht es um Selen und vor allen Dingen, Wasserstoffperoxid ist sehr, sehr wichtig, damit Schilddrüsenhormone gebildet werden, ja? Damit das Iodid, ja, oxidiert wird und damit das Jod hier quasi addiert wird, quasi so, dass man später T3 und T4 Schilddrüsenhormone aus Tyrosin quasi bauen kann. Ja? Das habe ich alles erklärt, möchte ich hier nicht weiter darauf eingehen. Aber ebenfalls, wo kommt das Wasserstoffperoxid her? Und zwar, wenn du Sauerstoff hast plus NADPH, das ist meine andere Farbe, und zwar genau genommen zwei Stück davon, entsteht Folgendes. Du hast hier zwei O, zwei Sauerstoffe und du hast hier zwei Wasserstoffe. Es entsteht H2O2 plus 2NADP+. Ja, und diese zwei Wasserstoffe sind diese hier. Ja? Und dieses Sauerstoff hier ist dieses hier. Ja? Das heißt, NADPH ist ebenfalls so wichtig bei der Entstehung deiner Schilddrüsenhormone. Ja? Ebenfalls gleiches Theater hier. Ja? Kommen wir noch mal weiter. Letzte Folie hier für euch einmal. Also, Glutathionperoxidase. Wir haben zwei Glutathionmoleküle. Und das Allerwichtigste ist erstmal, dass Glutathion wieder regeneriert wird bei dem Körper. Ja? So, und wer macht das Ganze? NADPH regeneriert dein wichtigstes intrazelluläres Antioxidans des gesamten Universums. Ja, also wie das funktioniert, habe ich bereits schon mal erklärt. Du hast zwei Glutathion, die sind reduziert. Ja, das erkennt man dabei, dass sie noch ihre Wasserstoffe haben. Und hier sind diese zwei Elektronen halt immer am Wasserstoff, ne, die gespendet werden können. Ja? Reagiert das Ganze mit Wasserstoffperoxid, ja, das ist das hier, passiert das. Wir haben hier die 2Gs und wir haben die 2S. Die finden wir hier. 2Gs, 2S. Ja? Das oxidierte Glutathion sehen wir hier. Und dann entsteht diese zwei Wasserstoffe hier, finden sich wieder an zwei Wassermolekülen, sehen wir hier. Zwei H2O2 und aus H2O2, also aus H2O2 Wasserstoffperoxid ist Wasser entstanden, H2O. Ja? Die finden sich hier wieder. Jetzt haben wir aber das Oxidierte und das kann ja nicht nochmal passieren. So kannst du quasi, das ist total aufwendig für deinen Körper, ein Glutathion herzustellen oder zusammenzuflicken, um es dann zu entsorgen. Das macht dein Körper nicht. Dein Körper hat Regenerationsmechanismen. Und das passiert durch NADPH. Ja? Also du hast das oxidierte Glutathion, sehen wir hier, GSSG, ja? Das Disulfid. Der reagiert mit NADPH, plus A+, zu wieder 2 Glutathion und NADP+. Weil diese beiden, diese GSSG, fehlen ja zwei Wasserstoffe. Und diese zwei Wasserstoffe kommen dementsprechend von dem NADPH. Ja? Die kommen von dem NADPH. Das sind quasi diese hier. Ja? Das ist das Wichtige zu verstehen, dass NADPH ebenfalls ein Glutathion regeneriert. Und Glutathion ist das wichtigste Antioxidant bei unserem Körper. Da habe ich viele Videos dazu gemacht. Ja? Also nochmal ganz kurz zusammenzufassend. Eine gewisse Menge Zucker ist definitiv essentiell für unseren Körper, damit er genügend NADPH bilden kann, damit dein Immunsystem wirklich funktioniert, damit deine Schilddrüse wirklich funktioniert, damit das wichtigste Antioxidant bei dem Körper regeneriert werden kann, das Glutathion. Ja? Das heißt, eine Ernährung mit genügend Fett für deine Organe, genügend Zucker, ja, für eine NADPH zum Beispiel, eine Generierung für dein Gehirn und für deine roten Blutkörperchen ist ebenfalls sehr essentiell. Ja? Und ich glaube, das war es auch schon. Das wollte ich euch einfach nur damit sagen. Eine ausgewogene Ernährung ist sicherlich das Sinnvollste, was du tun kannst. Meines Erachtens heute Wissensstand, Punkt jetzt. Dankeschön fürs Zusehen. Für mich sehr freuen, wenn ich mich unterstütze auf purezell.de für meine Arbeit, die ich für dich gemacht habe. Sehr gerne dort vorbeischauen.